Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei Dragon Origins. Bei der wahrscheinlich letzten Aufnahme, die wir zu diesem Spiel machen müssen. Es geht um die letzte der anderen Kampagnen, die Chroniken der Dunklen Brut. Diese Kampagne spielt in einer alternativen Zeitlinie, könnte man sagen, in der wir, unser Wörter Wächter, nicht unseren Beitritt überlebt haben. Das heißt, Alistair war für den ganzen Rest verantwortlich. Und wir schlüpfen dabei in die Rolle der Dunklen Brut, der Schlacht um Denerim. Ein reines Getümmel. Die Horde der Dunklen Brut strömt durch die Tore Denerims. Du gehörst zur Vorhut und wurdest vom Erzdämon auserwählt, den Angriff anzuführen. In den letzten Stunden Ferelds hetzt der Erzdämon die Horde der Dunklen Brut auf die prächtige Stadt Denerim. Du gehörst zur Hurlock-Vorhut, geboren um zu führen und gierig nach Blut. Das Flüstern des Erzdämons treibt dich an. Es zwingt dich zu töten. Ich Gott, ihr Heilknecht. Hilf dem Orga. Wenn ich dich verteidige. Okay. Gut, wir sind ein Schwert- und Schildkämpfer, wie es aussieht. Rekrutiere einen Knecht. Wir müssen führen. Rekrutiere diese Knechte, damit sie uns dienen. Das spreche das Spiel ist mir voll. So, Rekrutieren von Knechten. Nutze die Knechtenfähigkeiten, um dunkle Boten deine Kontrolle zu zwingen. Bis du drei Knechte rekrutieren mit der Knechtenfähigkeit, kannst du einen deiner aktuellen Diener opfern, um Platz in einer Gruppe zu schaffen. Na dann. Komm her, Genlock. Du dienst mir! Verdient dir in der Stadt Respekt. Unsere Knechte respektieren nur Stärke, zeigt ihnen, dass du ein Anführer bist. Neue Knechte neiden deine Machtposition. Werden dir allerdings bereitwilliger dienen, wenn du sie zum Sieg führst. Vernichte genügend Verteidiger Denrams, um das Vertrauen von mindestens eines deiner Knechte auf über 20 zu erhöhen. Alles klar. Anhaltende Fähigkeiten wissen, wie die Dinger funktionieren. So. Kommt jetzt mal alle her. Kriegsschrei. Verhöhnen. Das interessiert dich einfach mal gar nicht. Gut, gib dir mal einen Schildhammer. Warum rennt ihr alle weg? Was haben wir in unserem Inventar so alles? Nur unsere standardmäßige Ausrüstung, keine Heilungsmöglichkeiten. So, präzise Schläge. Befreiung wollen wir nicht, Schilddeckung. Höhere Chance, Distanzgeschosse abzulenken. Schildschlag. Das ist ein Angriff, okay. Genlock schon zu plus 5. Okay, für jeden, den wir selbst töten, kriegen wir also plus 5. Schilddeckung. Geschosse. Schildverteidigung. Angriff, Abschluss auf Angriff. Wie sieht es mit unseren Fähigkeiten aus? Ah, gut, wir haben viel Schwert und Schild. Viel davon. Aber nicht viel anderes. Also Schildhammer. Mach Platz. Neue Fähigkeit inspiriert geringe Stärke. Neue Quest, rette den Ogre. Der Ogre ist ein Todnah, vernichtet seine Peiniger und knechte ihn. Okay, Pflanzen. Ein Ogre kann mit seiner Felsschleuderfähigkeit bestimmte Barrikaden und Tore zerstören und eignet sich somit perfekt zur Belagerung. Allerdings ist ein Ogre natürlich ebenso nützlich, wenn es darum geht, weitere Ziele zu vernichten. Weichere Ziele zu vernichten. Na dann an die Arbeit. Ach, du bist auch ein Schwert- und Schildmann. Ah, ich hätte lieber einen Schurken. Ogre! Nein!
Laden wir schnell neu. Wir brauchen den Ogre. Speichern. Gut, jetzt haben wir einen gewissen Überblick über alles. Zwingen den Genlock rein. Und wir wissen, wo der Ogre rumsteht, deswegen wollen wir ihn im besten Fall benutzen. Er ist hier in der Region, das heißt, wir waren gerade eben zu weit weg, um ihm zu helfen. Das war echt unglücklich. Anhaltende Fähigkeit, wir wissen es. So, plus 5. Schildhammer. Kriegsschrei. Ach, es ist dadurch, ist keine Anhaltsfähigkeit, genau. So, aktivieren wir Bedrohen. Wir wollen nicht, dass die Gegner auf uns kommen. Verhöhen benutzen wir noch nicht. Wir spielen einfach als Tank mal, würde ich sagen. Schildverteidigung würde ich auch aktivieren. Und präzise Schläge. Weil wir nicht so viel Ausdauer haben. Oder weil wir nicht so viel haben, womit wir Ausdauer benutzen können. So, jetzt ganz schnell zum Ogre rübergehen. Wir können nicht speichern. Können wir ihn direkt knechten? Können wir, perfekt. Jetzt haben wir ihn unter Kontrolle. Fels hat er bereits geworfen. Zerschmettern. Haben wir irgendwo einen Flächenschaden? Stampfen. Stampf mal. Wir gehen diese Ambusschützen ausschalten. Genlock Boy. Komm mal rüber. Nein, ich möchte, dass du darüber kommst. Mach dich irgendwie nützlich. Hier. Nicht Befreiung, verhöhen. Wir haben nicht genug Ausdauer, verhöhen. Das stimmt mich jetzt schon traurig. Der kann aber einen Schildhammer gebrauchen. So. Der kriegt eine Schelle. Der möge gepackt werden. Andererseits, nee, vergessen wir den Packen. Schlag einfach so drauf, denn wir können gleich einen Felsen werfen. Vernichte die Barrikaden. Ja, klar. Erstmal brauchen die ja ein bisschen Pause. Zeigt den Menschen, dass ihre Barrikaden sie nicht schützen können. Alles klar, Erzdämon. Verhöhen geht nicht zu geringer Ausdauer. Das ist blöd. Wir können uns noch einen weiteren Hörlock gönnen. Aua. Du, mitkommen. Kriegsschrei. Ogre, ich weiß nicht, wen du packen willst, aber wir müssen die Bogenschützen hier loswerden. Pack dir einen davon. Die Armbrustschützen tun unserem Ogre nämlich ganz schön weh. Also das ganze Gegner, also unser ganzes Team auf die Armbrustschützen. Okay, der ist ruhig. Kriegsschrei. So, Befreiung brauchen wir nicht. Wir könnten gerade nicht mehr, Leute knechten. So. Dann bringen wir die Welt ins Böse, denn jetzt sind wir die Bösen. Barbare Kriegshund, Herlocks. Sind größer als ihre Verwandten, die Genlocks. Genlocks sind die meist verbreitete Form der dunklen Brut. Ogre. Wo wir schon davon reden. Shrek, wirf mal da hinten einen Felsen drüber. Wenn wir uns aus dem Weg machen. So, läuft gut soweit. Kriegen wir jetzt die Gelegenheit zu speichern? Ja, also. So, aktuelle Quest. Die Barrikaden. Bringen Ogre dazu, Felsbrocken auf die Barrikaden zu schleudern. Ein Trupp Soldaten versteckt sich hinter seinen Barrikaden. Die Felsschleuderfähigkeit eines Ogres könnte mit diesem Fall gelingen und ihren Verteidigungsanlagen kurzen Prozess machen.
Also offensichtlich, wenn man es nicht schafft, den Ogre zu retten, dann kam eine andere Quest mit dem Ark war irgendwas. Ah, hier leben ja noch Krieger. Ich wünsche mir gerade so dermaßen Hass, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Sag mal, was macht unser Team da hinten? Bewegt euch rüber. Ich nehme auch an, wenn unsere Mitglieder sterben, dann sind sie tot. Und können einfach nur später nicht wiederbelebt werden, sondern nur später ersetzt werden durch andere Knechte. Bolzen. Wir ziehen kommen zu mit den. Okay, da steht einfach nicht dazu. Einfach nur Verteidigung auf und Konzentration kriegen wir noch da oben drauf. Ah, wir haben nur Armbrust. So, da hinten sind die Barrikaden, dann darauf kommen wir gleich zurück. Erstmal gibt es hier noch eine ganze Menge, wo wir uns umschauen können. Und was wir alles plündern dürfen. Wundumschläge sind zum Beispiel was, ein bisschen was wert. Ein Eispfeil. Funktionieren Wundumschläge eigentlich überhaupt bei dunkler Brut? Die andere Frage ist, sollten sie es? Oga! Das ist unser Fels. Ich weiß nicht, von wo aus dieser fliegende Fels kommt, aber ich traue ihm nicht. Ich möchte auf jeden Fall, dass du hier oben einen Felsen reinprügelst. Das hat eine klaffende Wunde. Abzüge auf Gesundheit. Ah ne, es war nicht unser. Von wo aus kam denn unser Fels? Haben sie uns einen Katapult ins Gesicht geworfen? Das könnte doch nicht Katapult gewesen sein. Der Fels stand nämlich in Flammen. So, Erfahrungspunkte kriegen wir wohl nicht. Nein. Das heißt, wir müssen mit dem klarkommen, was wir haben und was wir sind. So, jetzt ist hier Ruhe. Klar, könnten wir jetzt einfach ohne weiteres weitergehen. Au! Das könnten möglicherweise die menschlichen Truppen sein, die jetzt angekommen sind. Ist das der Weg zum Gesindeviertel? Keine Ahnung, aber diese Brücke durften wir nie zuvor sehen. Das ist nicht der Weg zum Gesindeviertel. Speichern. Wenn wir einen Hörlock-Gesandten finden, dann entlassen wir unseren Genlock-Knecht. Denke ich. Ja, definitiv. Oder? 256. 256. Die sind ungefähr gleich. Benutzen die gleiche Ausrüstung an Waffen und sowas. Der ist ein Zwei-Waffen-Kämpfer. Weiche. Ja. Du bist unwürdig. Ich möchte einen Zweihandwaffenkämpfer dabei haben. Jemand, der ein bisschen mehr Schaden machen kann. Du, diene mir. Ich glaube, wir haben das Spiel wirklich kaputt gemacht, weil wir den Genlock da kurz mal geköpft haben. Oder Knechte können nicht wiederbelebt werden und verschwinden nach kurzer Zeit automatisch aus einer Gruppe. Knechte können das Opfer der Schlacht ersetzen. Das Opfer der Schlacht könnte man es nennen. Die Wahrheit ist, er war unwürdig. Hier sind die Barrikaden. Sir Kaufrian ist hier, sieh an! Wirf auf sie einen Stein. Au. Das war ein großer Yeet. So. Schildhammer.
nicht mehr so unbesiegbar, nicht wahr? Kriegsschrei! Neuer Codex-Antrag, Einwohner Ferelds. Sir Coffin, war Taryn Logan als dessen stellvertretende Befehlshaber treu ergeben. Obwohl sie Alistair gegenüber immer misstrauisch blieb, schob sie ihre Abneigung beiseite, um den Kampf gegen die Verderbnis zu unterstützen. Sieh an. Das steckt unsere Gruppe ganz schön ordentlich. Dass wir Sir Coffin erwischt haben. Kriegen wir ihr Schwert? Nein, wir kriegen ein paar Armbrustbolzen. Ich wollte gerade speichern spielen. Okay, das Anwesen des Aals dürfen wir nicht betreten. Oder prinzipiell dieses komische Tor. So, Freund Jitus Delitus. Du machst das, Shrek. Was sind schon so ein paar Verluste? Verhöhnen mal alle. Und jetzt würde ich mal ganz kurz ein Stampfen auf den Boden klatschen. Dass das mitreißen würde, hätte ich eigentlich mit rechnen müssen. Okay, pack diesen Armbrustschützen da weg. Der Gurgel hat jetzt große Stärke gekriegt und ist sehr glücklich. Plus 15. Neidisch. Neidisch. Wenig nachgiebig. Medizinische Vorräte. Rück raus. Eine Verletzungsrüstung ist gut für unseren Ogre. Der braucht mal kurz was. Ogre! Neue Quest, beseitige den Aal. Ah, ich verstehe. Wir hätten das nicht machen können, wenn wir den Ogre nicht gekriegt hätten. Beseitige Aal, Hau und sein Gefolge. Oh, das wird mir ein Vergnügen sein. Aal Hau fährt einen Gegenangriff über die Südbrücke an, der den Verteidigern die Möglichkeit gibt, nach Osten in die Stadt zu fliehen. Lösche sie aus und folge den versprengten Verteidigern zum Marktplatz in Denerim. Alles klar. Ein menschlicher Lotten macht Jagd auf uns. Töte ihn. Ich bin überrascht, dass Aal Hau überhaupt kämpft. Der feige Abschaum. Yeet! Natürlich erwischt es uns noch. So, einmal stampfen. Es gibt keine Ausrede für uns am Leben zu bleiben. Ja. Außerdem haben wir widerstanden. Perfekt. Werden wir uns erstmal den blinden Hund hier los. Das ist ein werte liebe Hundi. Du! Nimm dir den Aal, grabbel ihn und erzähl mir gute Nachtgeschichte. Kriegsschrei, schön die ganzen Gegner debuffen. So, du arbeitest gut. Machst dich nützlich. Ah, dieses Katapult! Verfehlt? Wie können wir überhaupt verfehlen? Ist das überhaupt egal? Ogre, den möchten wir behalten. Du kannst es nicht benutzen. Beschränkung Hurlock oder Genlock. Renn. Oder? Kannst du zerschmettern? Nee, ich glaube, du bist tot. Ja. Aal hat unseren Ogre erwischt. Dafür wird er exekutiert. Codex aktualisiert. Randenhorn war nicht nur der rechtmäßige Aal von Renfin, sondern auch ein durchtriebener Verbündeter Taryn Loghains. Finstere Gerüchte besagen, er sei für die Zerstörung von dem Schloss High Ever und die Ausstellung der Aal zu Mirkusen verantwortlich gewesen.
nicht unzutreffend. Ah, sein Sägeschwert, Stahlarmschützer. Schwache Verletzungsausrüstung. Unser Ogre ist tot. Stahldorn, großer Knochen. Die Tore sind unser, wir müssen tiefer ins letzte Stadt vordringen. Klar. Kampftrophäen. Du kannst sie an deine Knechte geben, indem du das Inventar öffnest. Sollten wir machen, falls wir einen Gesandten kriegen oder so. Ah, sieh an, das Sägeschwert. Gib her. Okay, diese Trophäen geben wir also an einen unserer, an einen Magier oder sowas ähnliches, wenn wir sowas finden. So, derartige Sachen wollen wir mit uns führen. Ich möchte noch so einen Genlock-Bogenschützen jetzt haben. Du bist unser! Den Ogre dürfen wir nicht plündern. Du bist ein Gesandter, oder? Nein, du bist nicht aus wie ein Gesandter, du bist ein Schurke. Oh, ein neuer Ogre! Du wirst entknechtet! Abschaum! Unwürdig! Dich wiederum möchte ich haben. Ersetzen wir unseren Zweihandwaffenkämpfer durch einen Schurken, ist die Frage. Schlösser zu knacken. Kann er Schlösser knacken, ist die Frage. Ist sowas überhaupt mal in der Option? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ah, dann drum. Wir kriegen aber schon noch Gelegenheit, um Leute zu ersetzen. Speichern. Da müssen wir lang. Hier gibt es ansonsten nichts mehr. Da immer weiter voran. Die Stadttore. Die Horn der dunklen Brut stürmt durch die Tore Denrims. Du gehörst zur Vorhut und wurdest von den Angriff anzuführen. Von der dunklen Brut zerstört. Marktviertel. Mache einen Weg für die nachrückende Horde der dunklen Brut frei. Ei. Für den Erzdämon. Ah. Vorsicht vor den Ballisten. Mach den Kommandanten nieder. Den Tigen. Der Pionier kann Tore zerstören. Das Tor vom Gesindelfeld steht noch. Vielleicht an den Ballisten vorbei. Ich verstehe, den Kreischer können wir gebrauchen. Folgendes. Möchten wir den Bogenschützen haben, Link? Ich glaube, wir möchten weniger den Bogenschützen als den Kreischer haben. Dann nimmt der Bogenschützen eine ganze Menge Schadenspotenzial und wir sind selber unser eigener Tank, also du weichst. Diene mir! Ein Kreischer müsste ich wahrscheinlich dabei haben. Der ist besser als dieser Schurke. So, haben wir bereits alles? Verstohlenheit. Halten. Massaker auf dem Markt. Tödliche Ballisten hindern dich daran, weiter vorzurücken. Rekrutiere einen Kreischer als Knecht und setze sein Verstohlenheitstalent ein. Damit sich in den Ballisten vorbeischleichen und die Bedrohung beseitigen kann. Genau, der Rest der Gruppe hält die Position. Hält die Position! So, können wir irgendwie. Nahe Gegner Geistschaden, das ist perfekt. Werden betäubt. Bewältigen. Okay, der Flächenschaden ist, was wir brauchen. Okay. Ich verstehe. Da haben die Ballisten uns kurz mal einfach weggemacht.
Trotz allem. Ich dachte, das wäre schon gut genug gewesen. Unwürdig! Position halten. Okay. Der Kreischer muss es also alleine machen. Denn sobald wir uns hier reinbewegen, dann passieren unglückliche Dinge. Ängstige Leute. Der hier wird überwältigt. Okay, die Genox da hinten werden immer noch zerfleischt. Raserei. So, und springen. Das war springen? Du enttäuscht mich. Springen ist wahrscheinlich, um die Distanz zu überwinden, oder? Normalen Schaden. Ah. Jetzt müssen wir Band Tegen ausschalten. Wir blitzen stellen nun keine Gefahr mehr dar. Dieses Viertel profitiert von der Anwesenheit eines erfahrenen menschlichen Kommandanten. Spüre Ben Tegen in der Nähe des Eingangs zum Anwesen des Alten Denim auf und schalte ihn aus, um die Befehlskette der Verteidiger zu sprengen. Ein weiterer Ort der Menschen hat das Kommando. Lösche ihn aus. Sir Perf ist auch hier. Eine Schande. Mutter Perpetua. Und Schwester Theo hält. Und wo waren die noch gleich? Die haben das im Griff. Oder? Ja, die haben unsere Leute, die haben das im Griff. Eine verängstigte Elfin. Das ist eine Magierin. Ihr braucht mal kurz was zum Nachdenken. Ah ne, es ist nicht, das ist keine Magierin. Übertrieben. Gehen wir hier aushelfen. Sir Perf war ein Ritter im Dienst von Al-Ibn zum Redcliffe. Er wurde auf der Suche nach der legendären Uhr der heiligen Asche entsandt, blieb jedoch erfolglos. Gut, die Schwestern waren offensichtlich auch noch in der Stadt. Ein wütender Kleriker kommt an und ist tot. Macht die Unschuldigen nieder. Eine von 10 Zivilisten erschlagen. Lass den Markt von denen. Der Markt von denen ist voller schwächlicher Unschuldiger. Mach ihrem Leben ein Ende. Klar, lässt sich machen. Ich rieche Unschuldige? Ah ne, es ist ein Armbrustschütze. Verletzungsausrüstung. Ben Solik ist auch da hinten noch. Alter! Erstmal Goldana ermorden gehen. Das macht der Kreischer schon. 2 von 10 Zivilisten erschlagen. Goldana war eine Waschfrau in Denrim, die Alistair für seine Halbschwester hielt. Sie rochen nach saurer Milch und Kohl. Für seine Halbschwester hielt. Denn wir wissen alle, sie ist nicht seine Halbschwester. Ben Sirlik war einer von zahlreichen Adligen, die im Landing in Denrim beiwohnten. Er stimmte dort mit allen überein, was Taryn Logan sagte. Ach ja, der Stiefel lecker. Gibt's ja keine Pause für uns. Kommen wir von überall hier. Denn Goldana. Goldanas Mutter war eine Bedienstete in Schloss Redcliffe. Alistairs Mutter ist die Oberverzauberin Fiona gewesen. Die in Dragon's Inquisition kennengelernt haben. Die war nämlich damals eine graue Wächterin, als sie mit Marek unterwegs war. Und die haben da ein bisschen Spaß gehabt, tief in der Dunkelheit. Was auch wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass sie dann irgendwie von der Verderbnis befreit wurde. Er hat wahrscheinlich die Verderbnis aus ihr
rubbelt. Eine unschuldige Frau. Ich traue ihr nicht. Ach, wenn dieser dreckige Bogenschütze die tötet, dann zählt das nichts für uns. Fürchterlich.